26. Spieltag in der Landesliga Südost. Der TSV Eintracht Karlsfeld empfängt den Spitzenreiter TSV 1880 Wasserburg. Karlsfeld im gesicherten Mittelfeld auf Tabellenplatz 10. Die Wasserburger, wie schon genannt, Erster mit 9 Punkten Vorsprung vor Freising. Und wir springen hinein in die dritte Spielminute. Freistoß von Haas, schnell ausgeführt. Und in der Mitte, da klingelt es bereits. Höhensteiger vollstreckt zum 1:0 für Wasserburg. Maximilian Höhensteiger. Da ging es schnell. Bereits in der Partie 2 Minuten, nicht mal knapp gespielt. Aber auch in der andere Richtung ging schnell. Langer Ball nach vorne auf Dietl, der ist schneller als ein Gegenspieler. Der verlässt sich nämlich auf seinen Keeper. Was macht der? Der patzt. 1:1. Sofort die Antwort von den Gastgebern von Eintracht Karlsfeld. Michael Dietl, der beste Torschütze der Karlsfelder mit seinem 12. Saisontreffer. Dietl ist schneller als ein Gegenspieler, weil der sich auf Keeper Boschner verlassen möchte. Und der verschätzt sich mal sowas von da. Dietl sagt Danke und vollstreckt. Nächste Szene, Freistoß vom Standardspezialisten Matthias Haas. Zwirbelt das Ding geknappt übers Tor. Von Erfolg war das aber nicht gekrönt. Dafür aber gleich in der zweiten Halbzeit. Wieder natürlich Haas, langer Freistoß hinein. Und dann kommt da jemand zu Fall. Lennart Sieburg mit dem Foul. Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Die Karlsfelder wollen es nicht wirklich wahrhaben. Die Entscheidung ist getroffen. Wieder Matthias Haas tritt an. Sicher verwandelt. 2:1. Für den Liga-Primus. Der Linksfuß Matthias Haas an allen Standardsituationen der Gäste hier natürlich beteiligt. Die Karlsfelder, sie mühten sich aufrufungsvoll, standen relativ sicher, ließen wenig zu. Hier allerdings war es das 2:1. Und dann der Abschluss von Kapitän Dietl. Weiter Schuss mal probiert. Allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Dann mal langer Ball von Raki. Schön gemacht. Lennart Sieburg ist durch. Sieburg mit der Möglichkeit. Lässt Boschner keine Chance. 2:2. Karlsfeld schlägt trotzdem zurück. Lennart Sieburg. Vorhin noch den Elfmeter verschuldet. Jetzt der Torschütze zum Ausgleich. Kurz darauf sah jedoch Kömmling von Karlsfeld die gelb-rote Karte. Und dann der anschließende Freistoß. Albert Schaberl mit dem 3:2. Nur 2 Minuten nach dem Ausgleich die erneute Führung für den Favoriten Albert Schaberl, der zweitbeste Torschütze der Wasserburger. 10. Saisontreffer hier in diesem Fall. Und wieder natürlich die Vorlage von Matthias Haas per Freistoß. Erneut Matthias Haas. Diesmal findet er Dominik Haas. Sein Kopfball allerdings geht knapp vorbei. Das war es allerdings. Doppelte Unterzahl am Ende noch für Karlsfeld. Eine rote Karte für Raki. Und damit können sie froh sein, die Karlsfeld, dass es denn doch nicht höher ausgegangen ist. Die Wasserburger siegen verdient mit 3:2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.